Warum nimmt er die Waffe nicht mehr? Erik Doppelpunkt Norwegen. Tati Doppelpunkt Japan. Erik Doppelpunkt Kanada. Tati Doppelpunkt Japan. Erik Doppelpunkt, ja, Roadtrip in den Süden wäre mal ganz schön. So vielleicht auch mal nach Italien oder so. Tati? Japan! Maul! Halt die Schnauze! Wo kann man deine alten Streams nachschauen? Moment! Dort. Nein, man wird nicht gebannt. Man wird ja nicht sofort gebannt, man kriegt eine Verwarnung. Ich hatte schon mal eine, weil wir in der Werbung einen nackten Popo hatten. So, mal gucken. Und wir haben keine VODs. Also wir haben keine VODs und wir haben keine Clips. Wir haben keine Clips. Miau, 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 ich geh dir nicht auf den Sack. Ich will Aufmerksamkeit und Leckerli. Was ist das? Miau, miau, miau. Was ist das? Das kann ich auch nicht. Miau, miau, lecker, lecker Menschenfleisch. Was? Miau, 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 ich komme mit aufs Klo. Was? Was? Miau, 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 mein Poloch riecht nach Kacke. Was? Was ist das? Miau, 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 aber Fleisch ist lecker. Katzensong, ja. Na klar, zieht auf mich. Was sich aus deinem Kanal entwickelt hat, bestimmt kennst du das Buch Die Welle gelesen. Bestimmt kennst, hast du das Buch Die Welle gelesen oder den Film gesehen. Deine Community erinnert schwer daran, jegliche Meinung, die nicht dem Ideal entspricht, wird mit Hashtag Motzloben im Keim erstickt. Fehlt nur noch die kleine grüne Echse als verpflichtendes Erkennungssymbol. Ich teile dir dies mit, weil ich Ungerechtigkeit nicht einfach unkommentiert stehen lassen mag und wünsche dir natürlich dennoch weiterhin viel Erfolg, alles Gute und vor allem viel Gesundheit in der gegenwärtig schwierigen Pandemiezeit. Auch dir, lieber Schreiber, wünsche ich dasselbe. So, dann können wir jetzt weitermachen. Na gut, dann gut. Ich weiß noch nicht, was ich heute spiele. Viele Indie-Games. So hast du also damals die Erde erschaffen, gut zu wissen. Naja, schwieriger war das Universum. Aber ehrlich gesagt, wenn ich sage schwierig, heißt das nur, ich habe so gedacht, so okay, jetzt Universum. Und dann war es halt da. Da habe ich halt aber gesagt, so Licht. Weil das ein Konzept war, was ich mir vorher überlegt habe. Und dann natürlich auch alle Planeten. Alle. Nicht nur die Erde, alle Planeten, alle. Hat ein bisschen, ich bin ganz ehrlich, hat meine Wochenplanung ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, war ein bisschen stressig. Aber am siebten Tag habe ich einmal geruht zum Glück. Bei dir im hinteren Bereich ist auch eine Höhle. Das weiß ich, aus der mache ich immer Kacker. Was? Nein! Nein! Ich wollte mir gerade was zu trinken. Kann ich nicht mal irgendwas beim Spiel machen? Oh. Es gibt also Friendly Fire. Aha, das ist ja sehr gut. Mala Ingo malt ein wunderschönes Bild. Mala Ingo, er ist braun, aber nicht wild. Ich bin nur noch ein Möbelstück, existiere einfach nur noch und werde gefüttert. Aha. Was? Ich wollte gerade Dynamit legen. Ich wollte gerade Dynamit. Eine neue Spielemechanik hat sich enttarnt. Nein! Oh, ja, bin ich froh. Oh, bin ich froh. Ja. Thank you.
Was? Die Branchenparty, ja? Da stand ich so und trank so gerade, pichelte mein Bierchen. Plötzlich kommt jemand, guckt mich an, tippt mir auf die Schulter, guckt mich an. Du wolltest mir auf die Fresse hauen. Ist so, hä? Hä? Und dann, ja, ich bin der Band-and-Edit-Entwickler und hier wir drei, wir sind Band-and-Edit-Entwickler. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich stand ja gerade an der Treppe, habe den angeguckt, habe gesagt, halt mal mein Bier. Er hat mein Bier gehalten, ich bin die Treppe hochgegangen, ja, und habe von ganz oben mit Anlauf einen Dropkick mit dem Ellbogen gemacht. Und seitdem, ja, seitdem ich das gemacht habe, da haben sie die Indie-Strolche gegründet und machen jetzt Nacktkalender. Wasser läuft und ich steh nicht unter der Dusche. Klamotten sind klitschenass. Selbst beim Kacken fühle ich mich wie so eine Lusche. Ich schmelze wie ein Butterfass. Soll ich heute das hier einfach als Keyword nehmen? Weil ich es gerade gelesen habe, der Einfachheit halber. Ihr seid so kacke, ne? Jetzt nehme ich ein sehr kompliziertes Keyword. Ja, Ohren schreiben die. Jetzt nehme ich ein super kompliziertes, jetzt nehme ich einfach Fleisch, Wurst, Fachverkäuferin, Assistentinnen, Fortbildungseinrichtung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition. Was? Aber warte mal eben. Nope. Hab dir mein Herz geschenkt. Die Hoffnung auf ein Happy End. Was heißt zwei Bier auf Englisch? Tobias. Tobias, verstehst du? Oh Gott, ist das gut. Ist dieser Pickel wirklich gerade das Top-Thema im Chat? Ist dieser Pickel gerade das Top-Thema? Ich finde es gut, dass wir als Gesellschaft endlich so weit gekommen sind und Oberflächlichkeiten abgelegt haben. Ich finde es gut, dass wir Themen wie Fatshaming diskutieren, Body Positivity. Pickel! Oh, dieser Pickel! Was mit dem Vorwort, ein Pickel!